Bartebier, es ist Tag 2 von der Gamescom. Heute werde ich Gronkh treffen. Wir haben natürlich wieder Surprise Bags und wir haben einen wunderschönen Einstieg durch die Arcade-Welt, bevor ich mächtig ins Schwitzen komme. Viel Spaß. Hallo Adam. Hi, oh, moin, Tag, grüß dich. Tag. Wie stressig ist Gamescom für dich? Boah, ich hole mir jetzt erstmal so einen Olli, ne? So ein E-Scooter. Gibt's das? Für mich ja. Echt jetzt? Machen die das? Ja. Das ist ja geil. Ja, meine Mutter hat einen Behindertenausweis. Oh, jetzt weiß jeder. Das sieht man doch. Ja, der familiäre Umgang bei euch ist immer lieb gemeint, das ist schön. Das sieht ja auch so aus. Ne? Man sieht ja, dass wir verwandt sind, ne? Behindert, ne? Und so. Ich glaube, der Umgang, so wie ihr ihn pflegt, trainiert ja auch schlagfertig zu sein. Alles braucht mir ja ein bisschen im Leben. Bis bald. Das war mir eine Ehre. Dankeschön. Game Center VS hat ja den Laden mit verschiedenen schönen auch Retro-Sachen. Die Retro-Ecke steht heute bei mir noch im Stream bevor. Ja. Plus, die Händler haben ja auch geile Sachen, die einem so ein bisschen den Flair auch nach früher versetzen. Das muss ja für dich eine goldene Spielwiese sein. Da war ich gestern, die Community hat es gefeiert. Das Game Center VS, der kennt sich ja richtig aus, ne? Du siehst so eine alte Gameboy-Pokémon-Modulen. Module, genau. Du siehst das und du hast dann so Atomlupe, kannst dann so analysieren und dann siehst du, wie früher diese ganzen Uhrenexperten, die dann heute eine Hype-Brille hatten, dann guckst du dann an und weißt dann direkt, okay, das hat jetzt einen Wert von 850 Euro, weil es halt oben rechts einen ganz kleinen Knick hat. Ja, richtig. Aber so muss man es bewerten. So muss man es bewerten. Man bewertet heute ja alles, ne? Im Prinzip die Schachtel, den Inhalt, die Anleitung und nachdem macht es auch die Preise aus. Ich frage mich immer, ist das das neue Gold mittlerweile, ne? Ja. Habt ihr Sachen so, die kosten mehr als, weiß nicht, vierstellig? Ja, klar. Locker. Wie viele Gameboys gibt es noch, die original verpackt sind? Boah, weltweit. Ich weiß nicht. Früher war es ja anders. Damit hat man ja gespielt. Ja, ne? Dass du es kaufst und dann erstmal da liegen lässt. Und heute regen sich die Kunden an. Warum hat man die Verpackung weggeschmissen? Warum gibt es die Anleitung nicht mehr dazu? Aber ja, es wurde benutzt, Leute. Ja, genau. Und wenn wir heute alles aufgehoben hätten damals, dann wäre es heute nicht interessant. Man soll sich keine Vorwürfe machen, sonst könnte man auch ganz woanders ansetzen. Ich frage mich bis heute, warum ich mit ungefähr so 3 bis 4 Bitcoins eine Pizza-Bestellung aufgegeben habe. Da könnte man jetzt anfangen, oder? Aber vielleicht ist es auch ganz geil, dass man sich das Geld anders verdient hat, dass man jetzt irgendwie nicht so einen Glücksgriff hatte, wo man dann direkt instant einfach 80.000 Euro hat oder so. Das wäre langweilig. Eben, das wäre langweilig. Das wäre langweilig. Lieber strugglen oder irgendwann dann halt auch nochmal wertschätzen, dass man dann das mit eigenen Mitteln gemacht hat. So Leute, ja, auch das ist Teil der Gamescom. Jetzt sind wir in diesen Hallen, in denen einige Leute mächtig viel Geld loswerden, sich aber auch darüber freuen, weil sie viele, viele schöne Sachen eingekauft haben. Was ist so jetzt momentan begehrtes Sammelobjekt bei den Stickern? Also bei den Stickern ist es eigentlich immer ganz unterschiedlich. Es kommt nämlich immer darauf an, was gerade insgesamt angesagt ist. Wir machen ja sehr viel zu irgendwelchen Games, die gerade rauskommen. Und zurzeit ist tatsächlich One Piece das Angesagteste. Deswegen gibt es davon auch fast nichts mehr am Stand. Was kommuniziert ihr als Druckverhältnis? Also es gibt doch Sticker, die sind selten, es gibt welche, die sind häufig, oder? Nee, tatsächlich nicht. Die werden nach einem Zufallsprinzip eingetütet. Dann kommt es einem manchmal so vor, wie wenn einem Sachen fehlen würden. Es gibt manchmal Sondereditionen, die weniger drin sind, aber das wird dann kommuniziert. Und das betrifft eigentlich nicht in seltensten Fällen irgendwelche Sticker, sondern das ist dann mehr bei den Trading Cards der Fall. Die sind alle gleich? Theoretisch ja. Okay, dann kaufe ich mir mal ein Tütchen, so for 20-mäßig. Weil Super Mario ist natürlich jetzt halt auch, das ist ja, aber habt ihr eine geile Lizenz, da euch an Land geholt, ne? Ja. Kann schon sagen. Ich kaufe mir mal ein paar Sticker. Ich schenke es dir. Danke, ey, danke schön. Dann kaufe ich noch eine Tüte dazu. Als Ausgleich, oder was? Ja, genau. Also die kaufe ich und die kriege ich geschenkt. Die kriegst du geschenkt, jawohl. Oder kriege ich das geschenkt und das kaufe ich. Das ist... Na. Oder soll ich dir beide schenken? Oh, das würde ich jetzt, darauf wollte ich überhaupt nicht hinausziehen. Ja. Okay, cool, dann kaufe ich die dritte Tüte aber. So, dann die kaufe ich, ne? Okay. Das heißt, die ist geschenkt. Die ist geschenkt. Genau. Den kaufst du. Und, Oh, ups. Ich weiß genau, welches war da. Das war die ich bezahlen wollte, ne? Ja, genau, die. Oh nein, welche war das denn jetzt? Wer hat aufgepasst? Ja, vielleicht sollte ich einfach alle 3 bezahlen. Nee, ich schenke dir 2, so war's ja. Und es ist mir völlig egal, welchen du bezahlst. Panini, eigentlich auch ein schöner Konzern, ne? Klingt zumindest gut, nach kleinen Brötchen. Mhm. Ist auch Werbung für euch, ne? Jetzt hier so, auch das Interview und so. Ja, vielleicht. Geil, ich kaufe alle 3. Auch der Bezahlvorgang an sich ist doch immer mal Freude, dass man sich das einfach gönnen kann und so, das ist immer cool. Ich streite mich damit hier nicht rum. Nee, aber vielen, vielen Dank für den Versuch. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu diesem Influencer werde, der sich überall durchschleicht. Ich mache das nur zu Unterhaltungszwecken, wenn die Kamera aus ist, bezahle ich immer alles doppelt. Na klar, Dankeschön. Gut, so, fertig, weil dann kann ich dir jetzt ein Tütchen schenken. Achso, ja, wir sind eigentlich noch live, aber gerne, Dankeschön. Ja, guck mal, halbe Kindheit gerade besucht so. Was hattet ihr als Panini-Album früher? Ich hatte 101 Dalmatiner. Meine Schwester hatte Höhle der Löwen, wollte ich fast sagen. Hier, König der Löwen. Ah, der Film war irgendwie auch so traurig, hatte irgendwie keinen Bock drauf. Aber ich öffne jetzt direkt Glitzerkarte.
Super Mario immer in diesen Kostümen, ne? Auch jetzt dann immer bei diesen Switch-Editionen. Wahnsinnig gewöhnungsbedürftig, dass der anfängt, Cosplay zu machen. Ach genau, das gab ja auch immer diese Quarters, wo du dann eigentlich 4 Stück brauchtest, damit du einen komplett hast. Junge, was denn da los? Ja, okay. Wusste nicht, dass Princess Peach auch Fußball spielt. Ihre Emanzipation ist natürlich völlig zu Recht sehr gut vorangeschritten. Ich fand es halt schade, dass Super Mario jetzt im Gegenzug dafür als Trottel dargestellt wird. Besonders im Film. Wie der Oberdepp, der irgendwie nichts kann, obwohl er da eigentlich der Retter ist. Das hat mir an dem Film massiv nicht gefallen. 100 Euro für eine Figur. 450. Yeah, this is our... highest price. Holy moly, you got this figure for 2,200. Feels like it's heavy. Yeah, because it's... how much is resin in English? I don't know how to say that. It's resin. How many kilograms does it have? 30. 30 kilos. This figure has 30... Leute, 30 Kilogramm. 28 und 31 Kilogramm. Und was ist das für eine Karte? Was hast du dir da gehört? Das sieht aus wie 5.000 Euro wert. Hat so. Was? Nee, man konnte früher bei seinem Job was kaufen, dann konnte man was dazugeben. Dann habe ich das sofort graden lassen und 0-0, die beste Bewertung, was es gibt. Und natürlich noch besser, wenn du unterschreibst. Ist halt auf dem Glas, ich hoffe, das hält trotzdem. Ich schätze, sagt jemand direkt Wertverlust. Ja, jetzt warte doch mal. Ich habe doch nur die Rückseite beschriftet. Dieser Stand ist immer noch so insane, einfach gestapelt, irgendwie bis in die 5. Dimension. Wie holt man das runter? Und wie stellt man sicher, dass es nicht runterfällt? Was ist die teuerste Box, die ihr habt? Ihr habt eine 55-Euro-Box. Eieiei. Seht her, wie liquide ich bin. Ich habe diese Box gekauft. Entschuldigung, ihr müsst alle Platz machen. Ich habe eine Box gekauft. Ich habe eine Box gekauft. Sehr gut. Dankeschön. Tschüss. Ja, kannst du ganz kurz halten? Dankeschön. Ja. Wenn wir einen ruhigen Spot haben, packen wir das dann aus. Ich muss kurz nochmal Geld ausgeben. Annika steht ja auch so auf diese ganzen Merchandise-Sachen. Ich bin immer für alles froh, was ich mir nicht mal nach Hause nehmen können muss, ne? Boah, ich weiß aber nicht, was Annika mag. Wenn ich sie jetzt so frage, ist es zu auffällig. Hier gibt es zum Beispiel Game of Thrones. Meint ihr, Annika ist so eine Game of Thrones-Zuschauerin? Oh, Annika hat sich backstage gemeldet durch unsere interne Leitung. Jujutsu Kaisen. Habt ihr eine Surprise Pack von Jujutsu Kaisen? Ah, Jujutsu Kaisen ist schon Englisch, glaube ich. Ja, oh ja. Oh ja, give me the biggest one. Annika. Jujutsu Kaisen. Ja, besser Anime. Nachtrick, du hattest Geburtstag? Aber ich bin immer entschuldigt, ich bin bei Zeugen Jehovas aufgewachsen und ich habe es mir nie angewohnt, andere Leute zum Geburtstag gerade. Mike hat es auch vergessen. Wir gehen mal gleich zu einer ruhigen Ecke und dann kriegst du dein Geburtstagsgeschenk. Denn darum feiern wir. Keine ihrer Freunde freuen sich für sie, weil die haben ja alle den Geburtstag vergessen, ist ja klar. Mike, ich, schade, Schokolade. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Dankeschön. Danke, dass du auf meine kleine Geburtstagsparty gekommen bist. Du hättest doch nichts mitbringen müssen. Hier ist dein Geschenk. Was begeistert dich an Jujutsu Kaisen? Er ist einfach ein geiler Anime. Ja, stimmt, so hinter Halle 8 zu öffnen wäre auch eine Idee gewesen. Ne? Ja, aber so picknickmäßig, weißt du. So picknickmäßig. Ja, oder? Ist besser, sollen wir hinter Halle 8 öffnen? Ja, machen wir so. Das ist auch schön für einen Spoiler, so. Da sind die Leute auch ein bisschen, bleiben dann auch mal dran, jetzt weißt du. Aber ja. Damit hier, ne? Aber ich erwarte jetzt auch was, ne? Also 55 Euro. Zum Glück habe ich es nicht komplett geöffnet. Guck mal, so kann man sogar reingreifen. Das ist so eine Griffflasche. Das ist zu schwer. Ich habe gedacht, ich kriege das viel lässiger hin. Brauchst du erste Hilfeversorgung? Alles dabei. Nein, es geht schon. Ich bin mutig. Ja, es ist eine große Verletzung. Es tut auch weh, aber ich bin auch mutiger. Also. Weißt du, wie man das auch sonst macht? Man muss einmal pusten. Ui! Oha, es fliegt da hinten. Warte, ich mach mich bereit. Der Simon ist da. Der Simon macht ein Bild von mir. So, ich tue jetzt so, als wenn ich irgendwas moderieren würde. Einfach nur, damit ich das ideale Fotomotiv bin. Okay, passt so, Simon? Passt das so oder soll ich noch mehr flexen? Passt so, ja? Okay, geil. Schön, dass ihr da seid. Ja, du hast wieder von allen Shots gemacht, ne? Monte, alle Twitch-Streamer. Deswegen bin ich ja wieder hier, ne? Ja, geil. Eine Carrera-Bahn von Sonic. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, als Kind war ich zu dumm. Bei mir sind die Carrera-Autos immer einfach direkt rausgeflogen. Ich bin auch meistens gar nicht zum Looping gekommen. Sonic Super Mario hat mir geschrieben, er liebt dich. Gibt es keine Möglichkeit? Okay. Ah, sorry. I just had a question because his friend Super Mario wants to meet him. Ah, sorry. That's because I'm a big influencer. Ah, shit. Okay, sorry, I forgot. Ja, natürlich. Klar, sorry.
Also es ist ja, weil ich versuche ja auch nur Kontakte zu schaffen. Es gibt einfach Parking World Simulator. Ja, wir haben ja mal gedacht, die machen das Parodie. Aber ich glaube auch, wenn man einmal anfängt damit, dann macht das Spaß. Ihr habt alle möglichen Formen von Simulatoren. Ich habe gerade den Parking-Simulator entdeckt. Parking-Simulator, ein Straßenmeisterei-Simulator, U-Bahn-Fahren in Hamburg, You-Name-It-Simulator, basically. Es ist ein bisschen aber auch Entspannung zwischendurch, wenn man sowas macht, ne? Richtig, richtig. Ganz viele Leute einfach nach der Arbeit schalten sie damit ab, fahren hier gerade durch Berlin zum Beispiel mit der BVG einfach ein bisschen rum. Super entspannt, einfach mal ein bisschen Gas geben, wieder zum Abends runterkommen, wenn man im Fortnite doch zu schlecht ist, würde ich vorsichtig sagen. Oh, also perfekt für mich. Aber das ist das Gameplay, ja? Hä? Das sieht ja viel besser aus, als ich irgendwie in Erinnerung habe von diesen Sachen. Ja, mittlerweile durch die Unreal 5 ist da einfach viel möglich. Auch, dass kleinere Teams bessere Titel hinbekommen. Und das haben die Jungs genutzt. Das ist wirklich Berlin 1:1 nachgebaut. Du kannst vom Alexanderplatz losfahren und erkennst ja die Pommesbude rechts oder den KFC am Alexanderplatz. Habt ihr dann so Kartendaten als Basis genommen? Genau. Kartendaten, darauf wird aufgebaut. Die Jungs sind wochenlang durch Berlin gefahren, Fotos gemacht und alles. Damit klappt das ganz gut dann. Genau, du hast hier ersten, zweiten, da ganz links. Oh, ich habe seit Jahren keine Gangschaltung mehr benutzt. Alles gut. Oh! Ich fahre jetzt los. Oh Junge! Ich fahre jetzt hier auf den Stein herum, ne? Die denken jetzt, ich kann nicht fahren, aber hier sind halt Steine. Ich muss mich hier so raushängeln. Oh. Einer hat gerade im Chat geschrieben, das sieht aus wie der Schulweg seiner Eltern. Ja, so haben die es immer erzählt, ne? Und dann auch immer mindestens 10 Kilometer. Und das Problem ist, ich bin damals auch mal 12 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das meinen Kindern klar machen soll irgendwann mal. Jetzt sind wir hier und das ist auch die Brücke, unter der immer auch diese ganzen Influencer-Beefs sind. Dieses Jahr noch nichts, ne? Aber das Wochenende ist noch jung. Hi! Hi, na, wie geht's? Komm ich jetzt ins Hugo-Video? Ja, jetzt kommst du rein, mach was Lustiges, schnell. Okay, ich zeig meinen Benzi endlich! Nein, Spaß. Shit, ich muss aufpassen, ich hab da Loch. Zum ersten Mal bei dir im Stream jetzt war. Wir haben uns ja schon oft gesehen, aber zum ersten Mal live drauf, oder? Für mich ist es tatsächlich so eines von so großen Ehren, weil natürlich ist es eine Reichweitengeschichte. Ganz viele sehen die sich die Videos an, aber es ist nochmal eine andere Würdigung, weil du halt in so einer Compilation mit den interessantesten Ausschnitten und Leuten bist, so, ne? Und man liefert ja anscheinend dann auch interessanten Content dafür, dass genau das passiert. Ja, vor allem du jetzt mit deinem IRL-Stuff, also da war sehr viel interessanter Content. Und es ist auch so, du bist zum Beispiel jetzt ja auch ein Kanal, also du streamst ja glaube ich schon ewig schon. Wie viele Jahre streamst du schon? Ja, Jahrzehnte oder so. Ja, aber dass du jetzt so richtig groß wurdest, war ja, wo mein Kanal schon groß war. Also du warst einer, da gab es mich schon als so die Instanz, wo man die Videos kennt. Und dann, als ich dich zum ersten Mal mitbekommen habe, kamst du halt rein. Weil es gibt ja auch andere, wo ich meinen Kanal gegründet habe, da kam ich erst und die haben mich noch groß gemacht. Und jetzt kann ich auch mit dem Kanal manche Leute noch so ein bisschen pushen und so. Ist das Hugo-System ein Lizenzmodell? Ein Lizenzmodell? Ja, zum Beispiel, wenn man Durstiger Hugo jetzt gerne machen möchte, wo der Stil auch nochmal etwas abweicht und man benutzt andere Ausschnitte, wie realistisch ist es, dass man von euch eine Lizenz bekommt? Ja, das ist wirklich die Frage. Man merkt, es versuchen Leute. Also ja. Es gibt auch viele TikTok-Kanäle, fetter Hugo, vollgefressener Hugo und es funktioniert sogar, weil wirklich dieser Name, also wie du sagst, ich muss auch mal bald mich drum kümmern, da irgendwie Copyright anzumelden für den Namen und so. Aber das Ding ist, an sich ist der Name ja aus South Park geklaut. Deshalb ist auch die Frage, kann ich das dann machen? Weil ich hätte ja nie gedacht, dass das so abgeht. Da denkt man ja nicht dran, wenn man sich irgendwie vor 3 Jahren einen Kanal macht und den so nennt. Und das Profilbild ist ja auch aus Minecraft. Also weiß ich nicht mal, ob ich das irgendwie lizenzieren könnte, weil es ist ja von anderen Sachen. Okay. Aber trotzdem halt diese Marke, dieser Name, das geht schon ab, wenn man das jetzt macht. Es gibt immer mal irgendwelche TikToker, die sich Fetter Hugo nennen und sowas. Aber die Kanäle, die ihr jetzt kennt, Satter Hugo, Reaktionshugo, Hungriger, die sind halt alle offiziell abgesegnet. Also, genau. Mein Vorschlag ist, ihr setzt euch mit einer Marketingagentur zusammen, die gar nicht so im Prinzip überhaupt begriffen hat, was ihr macht. Die branden euch komplett neu und die Leute kriegen miesen Abfuck, weil ihr zwar einen neuen Namen, eine neue Marke und das auch alles patentiert habt, aber es nichts mehr mit dem Grundprinzip zu tun hat von früher. Das ist auch eine Top-Idee. Ja, du sollst mein Berater werden, mein Manager oder so. Der Ausbau in die internationale Märkte wurde schon gestartet, jetzt momentan noch ein bisschen wieder im Regenerationsprozess. Hast du es damals mitbekommen oder hat gerade nur jemand gesagt? Genau, wir haben ja Starvin Marvin gestartet, den Kanal. Das fragen mich tatsächlich viele. Ich wusste nicht, dass es so ein krasses Thema ist. Aber viele fragen so, was ist mit Starvin Marvin? Und an sich ist ja schlau, das im Internationalen zu machen. Aber was da das Ding war, einfach dieser Hebel über YouTube. Also der Content, den ich mache, ist halt schwer auf YouTube zu monetarisieren, weil da gibt es ja so Richtlinien. Und das fällt halt unter dem Punkt wiederverwendete Inhalte. Und wir hatten selbst im deutschen Bereich dann manchmal Probleme, dass dann gesagt wird, ey, das sind wiederverwendete Inhalte, du kannst kein Geld damit verdienen. Aber das ist auch eh wieder so ein Thema für sich. Also dann steht dann ganz genau so Stichpunkte, was zählt überhaupt als wiederverwendete Inhalte. Und eigentlich gibt es da ja auch so Regeln,
wenn man eine eigene Schöpfung draus macht, Eigenkreativität. Das ist definitiv der Fall. Das finde ich auch, aber ich glaube, YouTube guckt da eh nicht so genau drauf. Vielleicht guckt auch irgendein englischer Mitarbeiter das Video, der gar keine Ahnung hat und er sagt dann Reused Content. Deshalb ist es immer ein bisschen schwer mit der Monetarisierung gewesen und deshalb habe ich halt über das YouTube-Netzwerk von Kluge, Sebastian Kluge, kennst du vielleicht auch, Content View, da bin ich halt rein und er hat sich darum gekümmert, dass wir die Monetarisierung wiederkriegen und bei Starvin Marvin geht es aber nicht. Das ist halt international, da hat Kluge nicht die Kontakte halt zu den ganzen Leuten. Aber es gibt noch eine letzte Hoffnung jetzt, weil wir haben nochmal versucht, man kann jetzt so ein Beschwerdeding einreichen bei YouTube und es hat tatsächlich schon irgendwie bei manchen geklappt, also das ist jetzt nochmal ein Versuch. Das ist cool, ja, manchmal muss man irgendwie ein bisschen vernetzt sein, damit das dann besser klappt, dann ist die Kommunikation mit YouTube auch besser und so. Irgendwann musst du dann vielleicht auch so für XQC oder so einspringen, wenn die beiden Szenen sich dann verbinden, wenn so bei mir noch der internationale Markt, das wäre auch krass. Innerhalb der letzten zwei Jahren haben sich so krasse Sachen für mich aufgetan, ich weiß nicht mehr, also ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie es weitergeht. Ja. Vielleicht wird es ein bisschen ruhiger jetzt erstmal, wäre auch okay. Glaube ich nicht, aber... Oh shit, ich weiß es nicht. Scheiße, dieses Gespräch macht mir erst klar, dass da Potenzial ist, dass das ist, Abbruch, ich beende die Streaming-Aktivität. Ich muss dann immer rein, weil ich habe jetzt so ein Spiegel-TV-Interview. Oha! Ja, ja. Moin! Ich liebe dich! Na, war das schon alles? Da geht doch noch mehr! Jawoll! Auf wen wartet ihr eigentlich? Auf mich, natürlich, selbstverständlich auf mich. Und gleich kommt der Nächste, die sagen das Gleiche. Na klar. Geil, macht es gut. Und eine heime Stimmung. Yeah. Jawohl. Ah, schön, schön. Jesus, die sind ja völlig... Bitte, mein Cappy sagt er, die sind ja völlig crazy. Ey, du hast Autogramme drauf. Ich tausche dich mit deiner Cappy, wo du extra Autogramme gesammelt hast. Was ist denn mit euch? Hä? Ihr seid alles jetzt... Sind das meine neuen Zuschauer? Wir können auch über alles reden, Leute. Ach, Leute. Scheiße. In was bin ich denn hier reingeraten in meiner Twitch-Karriere, ey? Oh. Hier steht sogar Megabox, ne? Ich habe mir erst gedacht, naja, ist das wirklich eine coole Box? Aber seitdem da Megabox draufsteht, bin ich noch mehr davon überzeugt, dass genau das da drin ist, was es wert ist. Ich bin sehr gespannt, wie ihr das dann auch bewertet, weil ihr auch vielleicht dann... ein bisschen mehr Kompetenz habt, aber ihr seid auch strenger. Also ganz häufig gab es auch diese Differenz. Leute zu Hause fanden die Sachen gar nicht so geil, aber derjenige, der sich die Supplies Pack gekauft hat, sehr wohl. Also, guck mal, es geht direkt los, ist alles hier direkt griffbereit. Okay, Mundschutz von den Looney Tunes. Auf der Rückseite Hinweise zu Covid-19. Ja, also ob das jetzt nicht vielleicht irgendwie dazu beiträgt, dass das Image dieser Supplies Packs ist, dass man alte Sachen, die man nicht mehr los wird. Eine Popfigur, Radioactive Man. Hier sind noch die anderen von den Simpsons. Lisa Simpson, Marge Simpson und so weiter sehen da so aus wie auf der Rückseite abgebildet. So, also da gibt es schon die Ersten, die sagen, ja, das ist schon nice. Hier so ein WW... Nein, die Wonder Woman ist das. Ein Wonder Woman Schlüsselanhänger. Made in China, 100% Zink-Alloy. Game of Thrones. Eine 3D-Kanne. 3D-Burger. Rundreck 3D. 3D-Hindernisreck. Game of Thrones hier jetzt noch als T-Shirt. Es gibt nur noch ein Ding in dieser 55-Euro-Geschichte hier. Ein Spiel? Anscheinend dreht man das dann so. Nee, ach so, das ist ein Würfel. Hier auf der Rückseite. Größtenteils L. Was war nochmal L? Loose, ne? Ist schlecht, ne? Und wenn es gut ist, schreiben die W, ne? Ich hab irgendwie... Das kam erst über seit einem Jahr, diese Art und Weise zu schreiben. Naja. Die Mundmasken waren natürlich irgendwie so ein bisschen mein persönliches humoristisches Highlight. Huch, da sind sie runtergefallen. Aber zum Glück in den Karton rein. Und Wonder Woman, ja... Kann man machen. Du hattest Geburtstag, darum feiern wir mit einer Jujutsu Kaisen Surprise Bag. Auf jeden Fall ist das erste schon mal geil. Eine Tasse. Für 40 Euro in dieser Jujutsu Kaisen Bag als allererstes. Ja. Diese wunderschöne Tasse. Ach, weißt du was? Ich zeig jetzt Loch. Mir ist es egal. Es ist Scheitschirm. Nee, warte doch nicht. Das Loch? Hä? Ja. Ich wollte immer aufpassen, aber jetzt habe ich auch gesehen, ich habe auch nicht so eine ganz lange Boxershorts, das sieht scheiße aus. Ja, nee, ich glaube, das war knapp, aber gut. Guck mal, der rechts, das ist mein Lieblingscharakter und das habe ich auch als T-Shirt. Satoru Gojo und das ist so quasi wie One Punch Man und macht alle kaputt. Da haben wir was Größeres. Ich muss sagen, ich kann gar nicht erkennen, wer das ist. Wer erkennt das aus dem Chat? Also mir persönlich reicht die Tasche und ansonsten würde ich sagen, teilen wir das mit den Leuten hier, oder? Ja, kriegen noch einen guten Vorschlag. Also im Grunde ist es eigentlich dein Geschenk, du, ne? Also ich finde die Sachen auch immer geil, aber das muss dann auch irgendwie in die Wohnung passen. Und ich habe nur so Vintage-Kram und dann ist das auch blöd, wenn das so in der Ecke liegt, weißt du? So großer Tassenfan bin ich auf jeden Fall. 40 Euro wert, das ist jetzt die Frage. Ich sag mal so von der Scam-Skala von 0 bis 10 war so 3 oder 4 schon. Ein bisschen. Wann hattest du genau Geburtstag? Mittwoch, als wir am Frühstück saßen, Mike, du
Du hast nichts gesagt. Ich war hier. Soll ich da ankommen und sagen, ja, guten Morgen, Leute, ich habe übrigens Geburtstag. Ja, in Deutschland macht man das so, dass man sagt, ja, ich gebe einen aus. Aber das Witzige war... Und dann sagen andere, warum gibst du einen aus? Und dann, ja, ach, ist nur mein Geburtstag, aber ihr braucht mir nichts schenken. Und dann machst du es wieder Grundschule, dass du sagst, PS, ich wünsche mir Geld. Das waren meine Lieblingseinladungskarten zu Kindergeburtstagen. Oh, ja. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir schleppen das den ganzen Tag durch die Gegend, damit ich das verlosen kann an den Chat. Oder ich stelle mich gleich an den Zaun und verschenke das an gierige kleine Kinder. Nee, dann auch richtig und du stellst dich ganz nach oben hin von dem Red Bull Haus aus, weißt du? Doppelkekse sagt im Chat, der Balkon ist gesperrt, da kommt keiner mehr drauf. Aber tatsächlich, da ist jetzt zum Beispiel auch von der Perspektive ist auch keiner zu sehen. Oh, okay. Also gestern wurde eine Kappe darunter geworfen von Hugo. Ja, und dann gab es da einen Kampf. Ich glaube, heute werfen wir von dem Balkon jetzt erstmal nichts mehr runter. Selbst wenn wir das gleich verschenken, müssen wir auch ein bisschen darauf achten, dass es da keine Stapelbildung gibt. Vor allem, da stehen ja auch Leute, aber die stehen für Gronkh an, ne? Komm, ich geh mal schnell hin. Bei Gronkhs Schlange sind sympathische Leute, die machen keinen Scheiß. Der Gronkh guckt, ist automatisch bei mir akkreditiert als vernünftiger Zuschauer. Hi! Ach, ist geil, da ist er doch. Du bist auch jemand, der auf Gronkh wartet, möchtest nee, du... Nee, ich bin, wir streamen gleich beim Gronkh. Also, wolltest du zum Gronkh hin? Nee, eigentlich nicht, aber wenn du meinst, ich kann da hin, dann gerne. Ey, bestimmt, ich meine, ja. Klar, das ist mein ehemaliger Chef. Ich wollte nur ein paar Sachen. Kommen Sie mit! Oh, okay. Ich bring dich mit. Ja, ich will ihn nur nicht crashen, weil halt die Leute hier warten, ne? Ja, moin, moin. Aber bestimmt, aber der Gronkh ist ein netter Kerl. Ey, dann sehe ich ihn auch mal persönlich. Siehst du, da ist er doch. Ah, ja, cool. Hallo. Das ist ja cool. Hallo, hier ist. Hi, hallo. Ach, wie cool. Ja, ich bin Adam, hi. Wir sind super befreundet. Hi. Der ganze Chat meint so ganz nett, ja, geht zu Gronkh. Und ich so, nein, ich lasse die Leute jetzt hier, die extra warten, um mit dir ein Autogramm zu machen, nicht extra warten. Aber die drängen sich ja alle vor alles gut. Hi, ich will auch nicht lange stören. Ja, Nee. Na, ich habe gestern deinen Channel geguckt. Oh, ich entschuldige mich für alles, was irgendwie unangenehm war. Nein, du warst der Superstar einfach. Ich bin der Superstar, ich nehme die extra Lane, weißt du, der Adam völlig abgehoben. Es also ist ganz crazy. Ehrlich, dass der Chat das noch supportet, diesen Höhenflug, ich mache mir ein bisschen Sorgen. Ja, also ich muss öfters mal in die Reflexionsprozesse gehen. Ja, ja. Wie hast du damals diese Phase gemacht, wo du da auch gemerkt hast, okay, gucken doch ein paar mehr zu? Ich bin völlig abgehoben und habe einfach gar nichts mehr realisiert. Und dann habe ich in Nepal tote Menschen eingeatmet. Das klingt jetzt ja, hey, da geht die Stimmung hoch. Nein. Hey, ja, und sonst bei dir auf dem Channel alles gut? Wenn ihr traurige Gedanken habt, lasst euch helfen. Hey, ich war auch in Therapie, also einfach, ne? Nee, sag mal, was hast du gesehen? Falls ihr auch schon mal tote Menschen eingeatmet habt. Bist du meine Augen auf der Game? Was hast du schon alles gesehen? Ich habe so ungefähr die Hälfte der Hallen durch. Retro-Arcade ist das, was noch ansteht. Ich glaube, ist auch eine Verbindung, die wir da zueinander haben, weil das finde ich einfach nur geil. Da würde ich so gerne hin. Wir sind wieder am ersten Abend mit dem Golfkart hier rumgefahren, illegal. Ja, das habe ich gesehen. Nee, dieses Jahr nochmal. Genau, das war letztes Jahr. Und dieses Jahr sind wir nochmal gefahren, aber vor der Gamescom, bevor die aufgemacht hat. Ja. Und dann waren wir irgendwann in den Retro-Ständen und haben Golfkart abgestellt. Und dann kam die Security und wollte uns festnehmen. Und dann meinte ich so, ja, dann gebe ich aber durch zur Zentrale. Dann gebe ich aber direkt durch. Oh, darf ich jetzt nicht erzählen, ne? und dann stellt sie mir raus, die Zentrale ist auch bei uns aufgehangen. Voll geil. Und dann konnte man einfach weiterfahren. Hat keine Sorge juckt. Praktisch. Aber geil, dass diese Option dann auch zur Verfügung stand, dass sie einfach dann halt auch Rücksicht nehmen darauf, dass das halt tagsüber vielleicht für dich nicht so möglich ist. Was jetzt jemals, jetzt während dieser Gamescom, einmal so draußen in den Gang? Nee, überhaupt nicht. Nee, darf ich ja nicht. Also du wirst so richtig promimäßig hierher gefahren und dann wieder abgeholt? Ja, ich wurde hier einfach hier vorne quasi hingefahren. Ich habe das ja für die jüngeren Zuschauer, die mich vielleicht nicht kennen. Bei mir ist es quasi wie Monte, nur ein paar Jahre vorher passiert. Ich habe auch die Gänge verstopft und alles bla 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 und Außenbereiche. Und dann haben wir uns immer weiter nach hinten geschoben und jetzt sind wir hier hinter Halle 8 bei den brennenden Reifen. So unter der Autobahn, weißt du? Irgendwann liegen wir alle mit Spritze im Arm. Es ist eine geile Location. Ich habe auch darüber überlegt, ob wir eine weitere Kameraperspektive von da oben einbinden, dass wir öfters mal hier so runter gucken können. Wäre eigentlich schön, ne? Aber ist natürlich auch alles personalpflichtig dann. Also Entschuldigung fürs Aufhalten. Alles gut. So, Entschuldigung. Dafür gibt es jetzt Doppelauto. Nein, natürlich nicht. Also, was? Nein, gibt es natürlich trotzdem nur weiterhin die gleiche. Ich freue mich, dich mal kennenzulernen. Ey, danke, das war ein großer Moment für mich, hat mir sehr viel bedeutet. Entsprechend gering war meine Schlagfertigkeit, aber beim nächsten Mal konter ich entsprechend. Aber auch sehr coole Videos abseits von deinen Produktionssachen. Ne? Also, ich fühle mich sehr geehrt, dass du zuschaust. Ja, voll geil. Ab und zu schaue ich auch bei dir zu. Ich freue mich immer, wenn du mich mitnimmst in die Welt der Ferne, während ich wieder zu Hause auf meinem faulen Arsch sitze, weißt du? Ja, dafür bin ich da. Bald dann auch lebendige Menschen aus Nepal. Einfach einatmen und sacken lassen. Aus der ganzen Welt. Dankeschön. Bis dann. Mach's gut. Tschüss. Mach ich. Grüß mal alle Creator, die du siehst. Ich grüße alle von dir, okay. Ja, grüß mal einfach alle. Also ein, zwei vielleicht jetzt nicht, die mir so in den Sinn kommen, aber sonst alle. Ja, gut, da kenne ich auch zwei. Einmal so ein Schrimp und einmal, weiß ich nicht. Wir sehen uns später, ne? Bis bald, tschüss. Hi, ich möchte mich entschuldigen, dass ihr gewartet habt. Würde es deine Freude lockern, wenn ich eine The Simpsons Radioactive Man-Figur aus einer Lootbox habe, die ich in keinster Weise irgendwie für mich selbst mit nach Hause nehmen würde, wenn du die geschenkt bekommst? Das würde mich beruhigen, ja. Ja? Okay, tatsächlich. Sehr gut. Tatsächlich. Wirklich? Ja. Das ist ein Simpsons-Fan? Ja, tatsächlich. Geil. Ja, also den Mundschutz kann ich nicht verschenken, das ist ja...
Das ist ja dämlich. Hey, gibt's einen Fan von Game of Thrones? Ich möchte mich nämlich entschuldigen, dass ihr so lange gewartet habt. Ich habe nämlich Erik aufgehalten. Bitte schön. Vielen Dank. Wow. Bekommt ihr dann alle eine Unterschrift oder Foto oder gleichzeitig oder alles oder was? Das haben wir noch nicht so ganz gesehen. Wir stehen ja noch hier. Genau. Aber ich hoffe auf eine Unterschrift und ein Foto. Ist die Gronkh Community die entspannteste Community, die es auf Twitch gibt? Natürlich nach meiner. Kann ich nicht beurteilen. Dafür bin ich in zu wenigen unterwegs. Ich würde aber sagen, nur zwei. Das jetzt nochmal. Genau. Ja, auf jeden Fall. Ja. Nein, wirklich. Also wirklich. Nee, also ich würde sagen, allein wenn man sich anguckt, wie zivilisiert das hier einfach abläuft, obwohl hier tausende von Fans stehen, auch sehr viele, die einfach eben nicht die Chance kriegen können, eben persönlich Gronkh zu treffen, würde ich schon sagen, auf jeden Fall. Was mir hier auffällt, hier ist es ruhig so. Die Leute quatschen einfach so, aber auch ganz entspannt. Hier ist keiner, der Gronkh schreit. Ja, oder ich will ein Kind kennt von dir. Ihr? Ja, oder sowas. Oder für Fortnite. Kennt ihr Creators, wo die Kinder die ganze Zeit einfach nur dann so schreien und dann denken, der guckt zurück? Das ist etwas, was du noch magst. Wir haben nämlich noch aus dem Mystery Bag Wonder Woman Anhänger. Ja? Ja, ich bin großer Comic-Fan, also ja, auf jeden Fall. Egal, wie wir das einfach matchen, okay? Dann kriegt auch noch jemand den Mundschutz. Da wird auch irgendjemand sagen, ja, ich bin großer Mundschutz-Fan. Na, Spaß, aber wir haben erst noch Game of Thrones. Grüße L. L würde dir. Aber wir sind zivilisiert gemeldet. Also für L stelle ich mich zur Verfügung. Wie Lust. Okay, cool. Wer mag die Minions von euch? Pikachu! Mag jemand von euch Minions? Da ist ein. Okay, perfekt. Dass sich dann auch immer genau eine Person meldet. Das heißt, der weiß jetzt gar nicht, wenn wir weggehen, ne? Wenn ich jetzt einfach ganz woanders stehe. Film ihn trotzdem. Weil wir wollen ja seine Reaktion. Okay, ist schon passiert. Ja, im Chat hat jemand gerade richtig festgehalten. Du bist eigentlich dann der Covid-Endboss. Schade, ich hätte jetzt gerne noch mehr verschenkt. Hallo? Wie süß ihr alle seid, ihr seid so leise. Aber hat jetzt bisher heute in den letzten Stunden, in der hier steht, noch keiner irgendwie mal Gronkh geschrien? Ja, schon, doch, ist schon auch passiert. Also leichte Akzente gab es dann doch in die Richtung. Ja, okay. Das ist schon ein paar Stunden her. Gab es schon noch irgendjemand, der ein Kind von ihm wollte? Er liebt ihn, aber ansonsten Kind kam noch nicht. Okay, Gronkh ist gerade, wir filmen ihn heimlich. Er ist gerade im Gespräch. Wir filmen ihn einfach direkt so. Und ich bin hier in der Zeit bei der Menge und lass sie einmal Gronkh schreien. Einmal alle gleich Gronkh. Ja. Eins, zwei, drei. Gronkh! Jetzt haben wir das einmal aufgeholt. Wir wollen Kinder, ruft er noch. Er versteht gar nicht, was los ist. Dankeschön. Die Monte-Treppe. Dankeschön. Und auch wenn keiner zurückwinkt, aber wir tun einfach so. Komm, wir tun einfach so. Drei Leute haben es zurückgemacht, fast gleich. Wenn man versucht, den Kindern das zu erklären, also C64 war eine Spielekonsole von den 70er Jahren, weil ich bin nämlich auch schon rausgewachsen. Nein, es war ein Computer, der meistverkaufte Heimcomputer aus den 80ern. Entschuldigung, ja, natürlich ist die C64, ist nicht meine Zeit gewesen, aber habe ich mal gewusst, jetzt weiß ich es wieder. Wir machen dafür ein Diskettenmagazin, wo man praktisch Neuigkeiten rund um die Community vom C64 lesen kann. Und es wird auf Diskette gepublished. Ich weiß noch von früher, Diskettengröße war, glaube ich, 3,5 Megabyte maximal, ne? Nein, das war noch früher. Das waren 5x25 Zoll Disketten mit 720 Kilobyte, beidseitig beschrieben. Ey, das ist ja gar nichts. Stell dir mal vor, ihr habt 27 Kilobyte. Keine Webseite, die man heute lädt, hat so wenig. Also das ist, boah. Genau. Hat so ein bisschen Videotext-Vibes, finde ich. Ja, genau. Und man hat natürlich noch so Features wie zum Beispiel die Farbe ändern, ja. Moderne Technik. Aber früher hatte man ja nur Schwarz-Weiß-Monitore, oder? Oder gab es damals schon Farbmonitore? Es gab schon Farb. Nur viele konnten sich das leisten, wegen dem Preis. Das war der letzte Preis ungefähr, ein paar hunderte D-Mark, die damals auch viel wert waren, ne? Der C64 ging für 950 Mark und dann nach einem halben Jahr wurde er billiger 500 Mark. Also war schon sehr teuer, ja. Aber immer noch billiger als andere Computer mit mehr Leistung. 16 Farben, 0,98 Megahertz und 64 Kilobyte Arbeitsspeicher. Um zu deiner Frage zurückzukommen, wie viel Speicher damals verfügbar war. Ja. Und es war viel Arbeitsspeicher damals. Das ist ein Geschenk für dich. Oha, aber nein, ich weiß nicht, ob ich mich um ihn so gut kümmern kann. Der mag dich, der wird gerne mit dir spielen. Weil ich hatte schon mal so eine Plüschfigur, die hat mir wahnsinnig Angst gemacht, weil sie mich angestarrt hat. Und ich dachte, irgendwann kommt sie, befällt mich und so weiter. Nein. Aber ich habe dann irgendwann angefangen, guck, siehst du, sie ist Hass, nimm sie. Es tut mir leid, ich mag gerne Geschenke, aber es ist Hass. PlayStation 1. Ja, die ist geil. Super Zustand. Also ich persönlich, für mich, verkaufe mehr von der PlayStation 1 wie PS5. Tekken, richtig? Tekken, genau. Das war damals halt so ein richtiger Sprung von 1 auf 2, fand ich, war legendär. Ja, man sieht jetzt auch den Sprung, ne? Also 3D-Grafik.
Läuft fluffig. Hier, Donkey Kong. Ja, das habe ich in Spiele eingezockt. 82, 84 gab es ja einen richtigen Automaten dafür. Das ist eine Guitar Hero Bühne. Sollen wir da drauf? Ich kann halt null Gitarre spielen. Ich mache Schlagzeug. Das sieht, glaube ich, so halb professionell aus. Hi, ich bin Adam. Wir entschuldigen uns jetzt schon mal für die Unkenntnis. Wir müssen uns auch mal blamieren, weil aus Fehlern lernt man. Okay, tschüss. Also, hallo. Hallo. Vielen, vielen Dank. Shit. Als ob ihr das gut fandet. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Habt ihr Lust auf eine Runde Bomberman, das beste Spiel der Gamescom? Ist das Multiplayer so? Man spielt live gegeneinander? Das ist einer der krassesten, weil das ist 10 Spieler. Also 10 Controller, ein Fernseher und alle aufeinander los. Was war denn das früher für eine Party, wenn 10 Leute gleichzeitig an einem kleinen Fernseher gespielt haben? Die ist ja heute noch. Das ist der Sega Saturn. Da oben ist die Box. 1 bis 10 Spieler. NFL konnte man sogar zu 12 spielen. NFL und Eishockey. 40 Jahre ist das jetzt alt. Es kommt dieses Jahr am 13. September Bomberman R 2 raus. Ist die Jubiläum 40 Jahre Bomberman. Hier in den Vitrinen hast du eine große Auswahl an den Spielen. Alles Bomberman. Gab es quasi für jede Konsole. Ich glaube, es sind wenige, die ausgelassen wurden. Wenn du dir das aussuchen könntest, lieber eine PS5 oder so ein Flipper? Schwierige Entscheidung. Aber überhaupt fasziniert, dass du sowas spielst, weil das ist ja eher so eine Retro-Geschichte, ne? Ja, ja. Deswegen ist das schon geil, aber ich glaube eigentlich PS5 wäre schon davor. Aber ein nices Ding, viele Bonusspiele hier. Ja, ich glaube, es ist halt jetzt aufgehört hier. Ja. Aber das fühlt sich gut an, diese Mechanik. Ja. Das rockt voll mit, oder? Das schöne Feeling. Läuft bei dir. Ja, auch ein geiles Ding. Funhouse, ein halber Gruselflipper hier. Wo man dann in den Mund die Kugel schießen muss, okay? Was hast du hier? Muss man hier Kopf rechnen? Nee, du musst nur auf den entsprechenden Knopf drücken, damit der Ball dann hochgeschossen wird. Ja, und dann musst du Glück haben, dass er hier reinfällt, oder? Es ist wie Basketball, nur dass es anscheinend hier drin in den verschiedenen Feldern landet. Und korrespondierend zu der Zahl muss man dann halt ein Knöpfchen drücken. Und wenn man Glück hat, dann fliegt der Ball tatsächlich auch raus. Wenn man Pech hat, hängt sich das Teil ein bisschen auf, weil es schon älter zu sein scheint. Es ist ein bisschen ein Zufallsfaktor drin. Der fliegt halt nicht immer gerade, der fliegt manchmal schief, ein bisschen krumm, rollt natürlich über die Hügel hinweg in andere Löcher. Und wenn wir jetzt die 5 drücken, fliegt da rein, weil wir Profis sind. Ja, das ist halt auch so eine wilde Geschichte mit dem, ne? Der ist auf so vielen Fotos gewesen und jeder hat ihn erkannt und der dachte sich irgendwann so, ja, keine Ahnung, scheiße. So. Er hat damals halt auch nur eine kleine Vergütung bekommen. Inzwischen profitiert er. Er ist sogar auf der Gamescom hier aufgetreten. Er ist von einem Stand gebucht worden, damit er sich einfach da hinstellt und Leute haben Fotos gemacht mit ihm zusammen. Problem dabei fand ich, er hat da gelacht. Also man hat den Schmerz gar nicht mehr gesehen. Das ist ganz interessant. Man kann sich einen ganzen Tag hier aufhalten. Du hast hier jeden Meter ein neues Spiel. Das sind alles neue Entwicklungen, das sind alles Indie-Publisher. Wie willst du das machen? Du willst doch jedes Spiel einmal anspielen. Aha. Oh, darf man das anfassen? Also es ist Motoröl drauf. Scheiße. Ich würde mir die Hände waschen gehen. Das heißt, damit sie einerseits nicht rostet, weil hier die Luftfeuchtigkeit doch relativ hoch ist und dass es ein bisschen mehr glänzt. Viel Spaß mit deinen Händen. Hey, danke schön. Deswegen fasst man Dinge nicht einfach ungefragt an. Ja, aber er hat mir zugerufen. Er redet ja die ganze Zeit, oder? Ja, ich rede die ganze Zeit. Ja, siehst du, guck mal. Hey, dies kenne ich von Schlag den Star damals. Ja, da waren wir auch, genau. Wart ihr das? Ihr wart im Fernsehen? Ja, ich war das. Du warst das? Ja, ich hab das erfunden. Das ist ja geil. Wie hat sich das entwickelt über die letzten Jahre? Ja, super. Hier ist jetzt gerade ein Weltcup-Turnier. Die Leute freuen sich. Die Gamescom geht mega ab die ganze Zeit. Alle Platten belegt. Ja, und wir freuen uns, wer vorbeikommt und wer es ausprobieren möchte. Das macht das ja richtig profihaft. Wie krass die spielen. Ja, die sind im Weltcup jetzt. Ne? Das ist das Weltcup-Turnier, was gerade läuft. Die haben gerade, guck mal, die richten ihren Kopf auch genauso aus, dass sie dann rübertreffen. Das ist tatsächlich der Weltcup. Ne? Die beiden sind jetzt gerade im Viertelfinale. Die spielen nur zum Spaß. Das, hier gerade findet die Meisterschaft statt? Ja. Also ein Weltcup-Turnier der Weltrangliste ist jetzt gerade. Das ist das Viertelfinale der Männer. Hast du bei dem Erfinden dieser Sportart auf Ergonomie geachtet? Ich kann mir vorstellen, dass man irgendwann doch ein bisschen Krampf bekommt, wenn man versucht, jedes Mal so in dieser Hocke da an die Bewegung zu machen. Ja, das Ding ist, du spielst viel mehr von unten. Wenn man guckt, wie tief die in die Knie gehen, dann ist es eigentlich viel mehr die Beine. Du hast mega Muskelkater, wenn du so ein Turnier spielst. Aber der Impact, der ist nicht wirklich hart. Der Ball ist auch gerade mal dran, der ist so weich. Oh, das ist cool.
Ja, der tut überhaupt nicht weh. Das Einzige, was du brauchst, ist ein Ball. Den gibt's auf Hedis.com. Auf Hedis.com sind auch die ganzen Events, wie die Gamescom und auch die ganzen Hochschulsporteinrichtungen. Du kannst in ganz verschiedenen Städten immer spielen. In Köln, in Berlin, in allen möglichen Städten. Kann ich nicht alle aufzählen jetzt. Es gibt auch verschiedene Vereine, in denen du das spielen kannst. Aber da du nur den Ball brauchst, kannst du auch einfach irgendwo in den Park gehen, anfangen zu spielen und ja, deinen Spaß dabei haben. Du bist ja schon fast bereit. Genau, die Hände hier drauf. Super. Und dann, ich köpfe zu dir und du spielst ihn mit der Stirn kurz bevor er bei dir ist, einfach zurück zu mir. So, und jetzt geht er in die Knie. Der war schon fast gut. Nochmal. Und da sieht man, wie schnell es funktioniert. Ah, der war an die Kante. So, super. Ja, das war dein Punkt. So, an der Angabe. Was macht er wohl? Der Druck ist hoch. Er dreht den Ball, er guckt rechts wie links, er hat Tricks. Kurze Angabe. Und er geht nach vorne. Und oh, da macht er den Punkt. So. Jawohl, das ist ein sehr guter Ball. Jetzt ist die Bewegung rechts, links. Hey! Mega! Das macht ja Spaß! Deswegen spielen es die Leute so gerne. Aber du hast super gemacht, ne? Ich habe gedacht, das sieht jetzt einfach so sehr, sehr lange scheiße bei mir aus. Dass dieses Erfolgserlebnis so schnell kommt. Liegt, glaube ich, aber auch daran, dass der Ball so schön weich ist. Sind das genormte Bälle? Woher nimmt ihr die? Ja, das ist ein extra Ball dafür, ne? Weil du, wie du gesagt hast, der ist so weich und du musst gar nicht viel machen, dass der halt dann rüber geht, hin und her. Und wenn du immer zwei, drei Bälle geköpft hast, dann hast du immer Bock, ich will noch einen köpfen und noch einen schaffen. So wie du. Und dann, es geht sehr schnell. Und es macht dann halt Spaß, weil du musst nicht viele Techniken lernen, bevor du zum Spiel kommst. Es gibt so viele Events, die jetzt dann im Winter und so weiter gemacht werden. Ich mache auch mal wieder ein Event, mal ein Sportevent auch auf meinem Twitch-Kanal. So irgendwann im Januar oder so. Wir kommen sehr gerne, ich komme gerne vorbei. Die große Scarlett for Life Hedis Meisterschaft. Es ist dann halt so eine kleine Mini-Liga, aber die geht ja auch nur für ein Wochenende. Ja, ist gut, kein Problem, machen wir. Guck mal, wie die Profis hier gerade wieder am Spielen sind. Oh, fuck. Dankeschön. Super. Vielen, vielen Dank. Ja, es hat auch Spaß gemacht. Das war Tag 2 auf der Gamescom. Lasst doch ein Abo da. Grundgütig auf YouTube. Vielen, vielen Dank. Macht es gut. Ciao.